Jo, und damit geht es auch schon weiter mit Minecraft Wii U Edition. Und wie ich es bereits im letzten Part angekündigt habe, werden wir heute vielleicht etwas Spannenderes machen für euch. Und zwar werden wir uns heute in eine Höhle begeben. Zumindest weiter in eine Höhle. Wir waren ja schon im letzten Part da, haben da sogar noch ein bisschen Eisen gefunden. Was ich tatsächlich auch dazu genutzt habe, mir eine Rüstung zu machen. Eine schöne Rüstung, die natürlich nicht ganz voll ist, aber die 4 Eisen, die ich jetzt erstmal übrig hatte, die wollte ich noch aufbewahren. Aber gut, in unserer Lieblingshöhle, wo wir schon einiges erlebt haben, finde ich so, werden wir uns jetzt weiter erkunden. Ich hätte vielleicht meine Hundi zu Hause lassen sollen, aber vielleicht wird es jetzt ja ein bisschen gefährlicher. Möglicherweise. Aber okay. Gut, wie gesagt, haben wir uns jetzt hier ja so ein bisschen durchgegraben hier und haben hier das Eisen gefunden. Aber ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was hier noch so krasses hier auf mich zukommt in dieser krassen Höhle. Weil wir hier sehen können, geht's hier weiter tiefer runter. Und ich höre Fledermäuse. Okay, da haben wir schon mal Eisen. Oh, beziehungsweise Kohle und das war's schon wieder. Na super. Na super. Da warte ich hier extra. Versuch so extra. Hoppa, da erschreckt mich doch nicht so. Krasse Action und Spannung aufzubauen, dass wir jetzt hier eine richtig krasse Höhle finden und dann nix. Aber ich würde fast sagen, da ich hier Fledermäuse höre, werde ich mich hier mal weiter reingraben mal. Jetzt, da ich so ein bisschen vorbereitet bin, werde ich mich hier jetzt mal reingraben. Und natürlich solltet ihr da mal achten, sofern ihr das auch spielt. Ich denke mal, ihr wisst es alle, aber ja, man sollte sich vor allen Dingen nicht gerade runter durchgraben. Also, da kann man schnell ins Verderben stürzen. Aber ich denke, das wusstet ihr schon. Ich denke mal, dass ihr das schon wusstet. Aber ja, also so wie das jetzt aussieht, komme ich wohl noch nirgendwo an. Das ist Kies, na super. Eine Schaufel habe ich mir jetzt natürlich nicht gemacht. Eine Schaufel habe ich mir natürlich nicht gemacht, so schlau wie ich bin. Aber ich höre hier irgendwo ein Skelett. Wo mag das Skelett sein? Hi. Er folgt mir sogar schon. Ich glaube, ich gebe ihm auch gleich mal ein Stück Fleisch. Ich habe ja genug. Ich gebe dir mal ein Stück Fleisch, weil du bist ja bestimmt noch so ein bisschen, weil ich dich ja einmal angegriffen habe aus Versehen. So, jetzt geht's dir wieder besser. Sieht man da wegen den Herzen. Aber jetzt nicht mehr im Weg stehen, bitte. Oh, hier sind sogar Zombies. Oh, hier geht es ab. Komm, du stehst mir im Weg. Ich hätte dich echt zu Hause lassen sollen, merke ich. Boah, du kommst langsam mit der Angst zu tun. Oh. Na, sieh mal einer an. Ich habe da doch was gefunden hier. Hätte ich nicht für möglich gehalten mit Durchgraben. Normalerweise habe ich da eigentlich kein Glück, was das angeht, aber ja, heute sieht es etwas anders aus. Aber das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Deshalb werde ich hier noch mal kurz zubauen und mich versuchen, da links, da rechts auszukommen. Und ebenso mag ich es überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ich wollte dich doch nicht schlagen, jetzt. Hüpft doch nicht so rum. Boah, und wie viel von diesem blöden Kies ist denn hier, wenn ich mal fragen darf? Oh, ich bekomme es mit der Angst zu tun. So, du musst auch weg. Wenn ich da hochkomme. Boah, nicht so weit vorgehen hier. Ich will dich nicht verlieren. Oh. Ah, da ist schon mal der. Oh Gott. Hundi wird sterben. Nein, er hat Hundi erlegt. Hundi hat das Skelett. Nein, ich wollte dich nicht schlagen. Pass auf, Hundi. Ich will dich nicht verlieren. Hier hast du ein bisschen Fleisch. Ja, dann nimmst du dir auch.
Gleich kill ich ihn selber. Alter Schwede. Alter Schwede, hier, was geht denn schon wieder ab hier? Was geht denn schon wieder ab hier? Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, ja, tatsächlich, hier ist Gold. Alter Schwede, was habe ich jetzt für ein Glück hier heute? Puh, krasse Sache hier. Habe ich einen Bogen bekommen? Nee, schade. Ich dachte jetzt erst, dass ich einen Bogen bekommen hätte. Aber tatsächlich, im fünften Part haben wir jetzt auch schon. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit einer Steinspitzhacke, ob ich das abhauen darf. Weil das hat mir jetzt schon zu lange gedauert. Weil wenn das zu lange dauert, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Stoff dafür nicht ausreicht. Dann nehmen wir lieber unsere neue Eisenaxt. Da geht es auch schneller. Und wir bekommen den auch. Schon mal viel Gold. Gold ist ein, ja, für eine Sache doch ein ziemlich wichtiger Stoff. Von daher kann ich das gut brauchen. So, wo gehe ich jetzt erst lang? Oben oder unten? Ich glaube, ich gehe erst mal oben lang. Oben scheint mir doch sicherer zu sein. Aber das ist Sackgasse. Gut, ich könnte natürlich hier mich ganz nach oben graben, weil da oben scheint noch was zu sein. Aber das lasse ich erstmal. Ja, das sollte ich natürlich auch nicht machen. Aber okay. Ach, hier ist auch noch was. Dann gehe ich erstmal hier lang. Aber nicht spukt. Und ich glaube da. Oha. Oha, oha, oha. Da haben wir Lava. Da haben wir mal wieder Lava. Da haben wir mal wieder Lava. Ich nehme mal wieder einen Bruchstein mit. Damit ich die Lava nämlich zumachen kann. Und natürlich sollte man aufpassen hier. Einmal in die Lava gestiegen. Das weh. Und zwar sehr weh tut das. Aber da weiß ich ja schon aufzupassen. Jetzt warte ich mal eben, bis diese Lache da weg ist. Weil, nee, ich habe da keinen Bock da drin zu baden. Kann man, glaube ich, mal vorstellen. Ich denke mal, mein Hundi auch nicht. Oh, das dauert aber immer, bis so ein Ding da weg ist. Meine Güte. So, jetzt ist sie weg. Meine Güte hier. Und jetzt höre ich schon wieder Wasser fließen. War das ein Schleim? Aber das gerade despawnt ist, als ich da gerade war. Okay. Ein gedespawntes Schleim. Alles klar. Boah, hier bin ich echt wohl. Hier habe ich ja wohl etwas Krasses entdeckt. Gut, schon wieder Gold. Finde ich cool. Finde ich cool, muss ich gestehen. Ah, blödes Kies. Ich bin ehrlich, bin nicht so der Freund von Kies, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Ach du Heiliger. Also ich glaube, hier habe ich echt eine sehr verwinkelte Höhle entdeckt. Aber richtig. Aber ich glaube. Jetzt bin ich einen nach oben gekommen. Okay. Boah, wie viele Wege es hier gibt. Alter Schwede. Und am besten möchte ich hier jetzt eigentlich schon nicht mehr sein, wenn das hier so verwinkelt ist. Das mag ich nämlich gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Hier ist schon wieder zwei Wege. Hey, überall könnten hier Gegner so von hinten aufkreuzen beispielsweise und das mag ich überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil ich dann so richtig auf Adrenalin bin, hat man ja vorhin dann gesehen. Das war da in Anführungszeichen nur ein Zombie und ein Skelett. Aber gut, jetzt hatte ich natürlich auch einen kleinen Partner, Freund gehabt. Durch das es mich sehr, mir das Ganze sehr einfach gemacht hat. Gott, ich hoffe, dass ich jetzt auch noch klarkomme. Gut, theoretisch könnte ich mir auch ein kleines Lager hier machen und mir nochmal schnell eine. Okay, das ist nur mein Hühnchen. Okay, mein Hundi. Dachte jetzt schon, was ist hier denn jetzt schon wieder? Okay. Okay, Zombie irgendwo. Könnte auch da sein. Hat sich so angehört, als würde der hier sein. Oh, alter Schwede, macht's noch mehr Wege hier rein. Alter Verwalter. Macht's hier noch 1000 Wege hin. Das hat sich angehört nach Holz. Als würde der da auf Holz laufen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, wie hier Gras wächst, aber okay. Das hat sich echt gerade nach Holz angehört. Und wenn hier Holz ist, dann
könnte das sein, dass hier eine Mine ist, was ich ziemlich krass fände, weil eine Mine haben wir jetzt sogar noch, die wir erkunden können durch diesen krassen Mesa-Berg, den wir da haben. 25 Eisen schon wieder. Krasse Sache. Hier haben wir auch nochmal einen. Auch nochmal mit. Jetzt bekommen. Ja, habe ich, okay. Alter Schwede, ey. Aber da gehe ich noch nicht lang. Kriege ich dich? Nö, egal. Ist mit. Ja, gut, dann hole ich dich eben schnell. Irgendwie sehr komisch aus. Oh oh. Da bist du. Okay. Da bist du also, du kleiner Racker. Nein, Hundi. Ich wollte dich nicht attackieren. Ich wollte nur den Zombie angreifen. Aber es ist nett, dass du mir helfen willst, natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Boah, geht es hier ab, ey. Alter Schwede. Wo will ich denn jetzt lang? Dann gehe ich mal da lang. Boah, ich sehe es schon kommen. Ich werde gleich bestimmt eh schon wieder mir den Ausgang suchen und ich lasse die ganze Kohle jetzt absichtlich hier, weil Kohle habe ich mittlerweile genug. Ich werde mir jetzt nur noch Eisen hier und alle anderen Stoffe mitnehmen, aber nicht Eisen, beziehungsweise nicht Kohle, weil Kohle habe ich jetzt mittlerweile genug. Okay. Nur eine Fledermaus. Sackgasse. Boah, port der sich einfach zu mir hin, aber okay, das ist nur eine Sackgasse, okay. Sackgasse ist gut. Sackgasse ist mal gut. Normalerweise sagt man ja eigentlich so, Sackgassen sind blöd, weil da nichts mehr ist, aber in diesem Fall bin ich sogar richtig froh, dass da mal eine Sackgasse ist. Oh, ich habe irgendwie Angst, dieses zu nehmen. Ja, tatsächlich. Oh Gott, ey. Habe ich es nicht gewusst, dass das passiert? Oder habe ich das nur gewusst, dass das passiert? Dass hier gleich hier alles einkracht. Alter Schwede, ey. Wie gesagt, ich mag überhaupt keinen Kies. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube ja. Aber die ganze Eisen hier. Ist mal cool. Also ich glaube, langsam holen wir uns auch mal einen schönen Eisenvorrat. Aber so kriege ich auch leichte Panik hier. Okay. War erstmal alles. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier nochmal wieder zurückkomme. Tatsächlich, aber okay. Ich entschuldige, dass ich gerade an mein Mikro gekommen bin. Das ist natürlich höchst professionell und sollte man auch immer tun. Immer schön an sein Mikro anstupsen. So macht man das auch. So macht man das natürlich auch. Das ist die purste Professionalität, die man sich nur wünschen kann. Was ich auch richtig Angst habe hier, dass irgendwann, wenn ich mal so ein Ding kaputt mache, dass dann da einfach mal Lava ist. Aber da muss ich noch später richtig höllisch aufpassen. Beispielsweise beim besten Stoff, den es im Spiel gibt. Ich denke mal, ihr wisst, wovon ich natürlich rede. Von den schönen Diamanten oder auch Dias genannt. Das Gegner? Nee. Nur geguckt. Boah, Alter. So riesige Hallen hier. Ist nicht wahr, ey. Ist ja nicht zu glauben. Schon wieder Eisen. Ja, macht noch mehr verwinkelte Gänge rein hier. Brauche ich ja noch 10 Jahre, um die voll auszukundschaften und zu erkunden. Aber da ist schon wieder Lava und nee. Jetzt, das wird mir dann doch langsam zu tief. Aber macht's halt einfach noch 1000 Wege. Alter Schwede, und da ist auch Lava, oder? Nee. Oh, da war ich schon. Ah, okay, das ist gut zu wissen, dass ich da schon mal war. Dann mache ich mal eben hier eine Art kleine Treppe hin. Genau. Und mache dann da erstmal zu. Weil ich da nämlich erstmal noch nicht hin will. Beziehungsweise später bestimmt, aber heute jetzt noch nicht. Heute jetzt hier noch nicht. Heute will ich da noch nicht lang. Die ganzen Wege hier, bis ich die alle erkundet habe, sind bestimmt auch bei Part 100 und ich habe diese Höhle noch nicht mal voll erkundet. Habe ich langsam ein Gefühl und langsam habe ich auch die Sorge, dass ich überhaupt noch hier rauskomme. Momentan ist hier aber kein Gegner. Okay, dann gucke ich mal kurz auf die Karte nach. Weit bewegt habe ich mich aber tatsächlich nicht. Also
muss ich mich einfach auch nur rausgraben. Dann würde ich sogar tatsächlich in die Nähe meines Hauses kommen. Das finde ich gut. Das finde ich dann noch gut. Da war ich noch nicht. Da gehe ich auch noch nicht hin, aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Was ist das? Das ist ein Schleim. Ich höre ein Schleim. Wo ist der Schleimi? Schleimi, wo bist du? Da unten bist du. Wow, und sogar richtig. War das meine Brücke, die ich gerade gebaut habe? Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass das meine Brücke war. Wie komme ich jetzt am schnellsten Weg wieder runter? Wie komme ich jetzt am schnellsten wieder runter, frage ich mich. Weil ich will da nicht runterspringen. Ich glaube, das könnt ihr erahnen, dass ich da nicht runterspringen will. Und ich glaube, ich habe jetzt mich jetzt sowas schon verlaufen. Aber ein gieriger kleiner Kerl. Ach, du sollst doch nicht da hoch. Oh, es tut mir so leid, immer wenn er sich so verletzt. Will ich gar nicht. Na egal, dann bist du jetzt erstmal dran hier. Schleim sind auch tolle Gegner, die nämlich auch Erfahrungspunkte bringen. Ordentlich. Oh. Und auch sehr einfach zu besiegen sind. Und Schleimbälle, die ich da bekomme, sind natürlich auch super. Weil die nämlich noch für anderen St oder noch für andere tolle Dinge verwendbar sind. Aber das zu seiner Zeit. Aber so langsam, am Anfang dieses Parts, oder sagen wir mal am Anfang des letzten Parts, waren wir gerade bei 4, 5 Eisenbarren und ich denke mal, im nächsten Part werden wir, boah, 64. Ja, also das hat sich gelohnt. Das hat sich ordentlich gelohnt, würde ich sagen, was das an dir sieht, okay. Wo bist du hingerannt? Macht mir Angst, wenn der einfach so wegrennt. Dass er vielleicht dein Gegner ist oder so. Aber okay. So, was war hier? Kommen wir vielleicht wieder zurück zum Anfang? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, das ist der Anfang. Ja, ich glaube. Ja, doch. Hier kam ich her, das weiß ich. Da waren wir ja einmal erst runtergegangen. Ja, genau. Genau, irgendwo hier an der Seite bin ich doch gekommen, ne? Ja, hier, genau. Okay. Markiere ich mir das hier mal schön, dass ich den Weg hier wieder finde. Und dann gehe ich jetzt noch nach unten lang. Und schaue, ob hier unten noch was ist. Die Eisen habe ich schon gesehen. Nehme ich vielleicht beim Rückweg mit. Okay, das ist nur Wasser. Das ist gar nicht mal so groß. Aber hoch. Und noch mehr Eisen. Und schon wieder so riesig hier. Okay, da kommt das Wasser her. Nochmal Gold, okay. Schick, schick, schick. Wow, das sieht auch schick aus. Und das sieht auch schick aus. Ah, okay, die Lava kommt wohl von daher. Dann hole ich mir mal schnell dieses Eisen hier noch mit. Wow, alter Schwede, ey. So viel Eisen hier. Hätte ich mir nie träumen lassen. Wäre langsam Eisenmillionäre. Aber echt, also ich muss echt sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Glück in dieser Welt habe, weil in dieser Weltengenerierung mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal so gute Sachen habe. Und diese Schlucht schaue ich mir auch mal ein anderes Mal an. Die schaue ich mir nicht heute an. Weil ich würde sagen, ich werde jetzt noch diese Eisen hier haben, die wir hier auf dem Weg hatten. Wenn ich das jetzt schon wieder finde, aber ich meine, das war hier links. Weil da rechts kam ich ja, oder da war ja noch irgendwas anderes Krasses da. Ja, genau, die Eisen hier nehme ich mir noch mit. Und dann würde ich sagen, war es das für heute wieder. Dann werde ich jetzt noch gucken, dass ich den Weg wieder zurück zu meinem Haus finde. Aber das sollte ja nicht ganz so schwer sein. Ja, das gucke ich mir auch nachher oder also später an. Ich werde auch, das ist heute mein letzter Part, den ich hier aufnehme. Ist schon ordentlich spät geworden. Falls euch interessiert, ist es schon 10 vor 12 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Aber ich hatte jetzt einfach mal spontan noch Bock, da Minecraft aufzunehmen. Aber gut. Aber gut. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal schnell nach Hause. Ich denke mal, im nächsten Part, ich werde jetzt das natürlich noch alles in die Öfen packen, die Eisen, dann haben wir die beim nächsten Part. Auf einmal so schnell her. Das verstehe ich echt nicht. Aber okay.
Ja, also wie gesagt, ich werde dann das alles noch in die Öfen packen, die ganzen Eisendinger da, und dann werden wir, ja, vielleicht schon im nächsten Part dann weiter hier erkunden. Und dann sind wir, glaube ich, mal richtig gut ausgerüstet. Aber ich wollte nicht da lang. Wo kam ich denn nochmal sonst her? Ach, guck mal an. Wie hab ich euch denn hier verpasst? Ja, wahrscheinlich deswegen. Ich hasse Kies. Gut, man kriegt natürlich auch so einen Feuerstein, aber der hat eigentlich auch nur eine Funktion. Ja gut, zwei, wenn man ehrlich ist. Und da geht es eigentlich auch noch irgendwo lang. So viel zu erkunden hier. Alter Schwede. Aber gut, das alles beim nächsten Mal. Jetzt will ich nur noch hier raus. Ich will nur noch hier raus. Gab's da nicht? Ach, hier. Hier war das doch, genau. Alter, bin ich jetzt langsam echt blind geworden? Jetzt übersehe ich die ganzen Eisendinger hier auch noch. Meine Güte, aber ich mache hier auch noch mal ein Licht hin. Kann nicht schaden. Alter, direkt vor meiner Nase und ich sehe das nicht. Meine Güte. Aber der Baum stört, den nehme ich noch weg. Den mache ich hier noch eben weg. Der Baum stört mich hier. Der stört mich doch hier ordentlich. Ich mache den Baum hier noch weg. So ein schwebender Baum. Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht denn nicht so aus. Wunderbar. Gut, dann würde ich ja mal sagen, es war doch heute ein ziemlich ereignisreicher Part, fand ich. Also vor allen Dingen hat er sich ordentlich gelohnt. Wir haben ja, 84 Eisen bekommen oder gefunden, besser gesagt. Und das ist eine Ausbeute, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Aber okay. Gut, dann haben wir jetzt auch erstmal keine Eisenprobleme mehr. Haben da alles erstmal, sind da ordentlich ausgerüstet und aufgestellt. Und dann würde ich sagen, okay, keine Ahnung, was das für ein Geräusch war, werden wir im nächsten Part dann weiter die Höhle erkunden. Und vielleicht finden wir dann ja auch schon tatsächlich die die Diamanten. Das ist nicht schön. Wer weiß. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Part von Minecraft Wii U Edition. Bis dann und tschüss. Euer Jake. Oh, yeah.